die Metropole geklatscht. Jetzt möchte die Fans hören. Die Fans von Hertha BSC. Und die Fans von Hertha Meier Lüthe. Jawohl, in Stimmung. Es wird ernst. Der Kreis der möglichen Titelgewinner wird immer enger. Und wir starten mit dem ersten Halbfinale. Hertha BSC Berlin gegen den FC Bayern München. Favoriten gibt es nicht mehr, aber es gibt eine Mannschaft, die in Führung geht. Und das sind die Berliner. Maximilian Storm nach Vorlage von Oscar Pato Silva. Zum 1:0. Das muss aber gar nichts heißen, denn die Bayern lagen im letzten Spiel gegen Köln. Satte dreimal hinten und kam dreimal wieder, um dann selber in Führung zu gehen. Von daher, alle Bayern-Fans haben keinen Grund, nervös zu werden. Um Bayern überhaupt mal wieder in Rückstand zu sehen, muss man sich ja auch schon Jugendturniere angucken. Weil es im Profibereich so gut wie nie mehr vorkommt. Der erste Versuch der Münchner von Manuel Winzheimer. Und jetzt die erste Chance. Pariert von Philipp Schenkenberger. Und im Tor der Münchner jetzt auf der Gegenseite Gandhi Karim für die Bayern. Das ist Manuel Winzheimer. Einer der gefährlichsten Spieler vor dem Tor bei den Münchnern. Ganz schwierig zu stoppen. Gutes Körperspiel. An sich die Münchner körperlich sehr, sehr stark. Lukas May hinten. Auch Adrian Fein. Trotzdem technisch natürlich auf hohem Niveau. Und da ist Fein wieder. Mit dem Abschluss. Und der Freistoß für Diatana. Und das 2:0. Bayern macht die Musik. Und Hertha die Tore. Antoni Russen. Der Top-Torjäger, der Berliner, wunderschönes Tor, für Berlin wäre es die 7. Finalteilnahme, für die Bayern erst die 3., auch im Vorjahr stand der FC Bayern ja im Endspiel, jetzt aber der Gegenzug, die Bayern jetzt mit der großen Chance, das war Manuel Winzheimer und es gibt keinen Pfiff. Und jetzt der Wechsel bei den Berlinern. Jetzt auf der Platte Herthas Nummer 10. Das ist Paul Dardai. Und alle Bundesliga-Fans, das ist der Sohn von Paul Dardai aus Berlin, der viele, viele Bundesligaspiele für die Hertha gemacht hat. Paul Dardai war in der U15 sogar Trainer seines eigenen Sohnes, also Paul Dardai und Paul Dardai Junior hier in der Halle, hat gestern schon feines Füßchen bewiesen.
Und jetzt der Ball wieder bei Philipp Schenkenberger. Im Tor der Berliner und die nächste Chance, das ist Max Molak. Aber der Ball gerettet und die nächste Aktion wieder Manuel Winzheimer, der Aktivposten bei den Bayern. Jetzt auch der Wechsel bei den Münchnern. Dieser Block körperlich nicht ganz so stark. Da ist Paladay Junior. Beide Teams ja regelrechte Talentschmieden, haben ganz, ganz viele Spiele hervorgebracht, die hier in Lübeck auf der Platte waren und mittlerweile Profis sind. Bei Hertha beispielsweise Askan Dejagar, Manuel Schmiedebach, Patrick Ebert oder auch Kevin Prinz Boateng. Und der FC Bayern natürlich die Weltmeister Thomas Müller, Mats Hummels. Dazu weitere Spieler wie Emre Can, Holger Badstuber oder Sandro Wagner. Auch die Bayern mit einer ganz tollen Jugendarbeit. Jetzt die nächste Schusschance für die Hertha. Es gibt Abstoß. Hätte Max Molak gerne einen Eckball gehabt. Da ist Molak. Mit der nächsten Berliner Chance, Julius Kade. Und da ist Paladay mit dem linken Volley-Schuss. Weiter für Gefahr, Max Molak. Also Berlin ballert. Ballert weiter los. Im Moment, die Berliner, haben sie alles im Griff. Ein Spiel machen werden auf jeden Fall noch beide Mannschaften. Das Spiel um Platz 3 wird es geben. Auch um den Finalteilnehmer natürlich noch ein bisschen Pause zu geben, denn natürlich ist dann ein Turnier kräftezehrend ohne Ende. Und je länger die Pause dazwischen, desto frischer wieder die Beine. Wieder der Wechsel. Jetzt Zeit für die Bayern aufzudrehen und loszulegen. Die brauchen das erste Tor. Und darum kümmert sich jetzt der Block um Manuel Winzheimer. Und gut, die Berliner kontern. Starker Übersteiger da.
aber dann klasse geklärt von Adrian Fein. Abschluss wieder von Winzheimer, aber Philipp Schenkenberger ist da. Jetzt aber der Abschluss, auf der Linie geklärt, kein Anspiel. Und dann wiederum auf der Linie mit vereinten Kräften, da waren gleich drei Spieler involviert, um dieses Tor zu verhindern. Bayern reklamieren da, aber für mich war da auch kein Regelverstoß zu erkennen. Jetzt gibt es Freistoß für die Berliner. Auch hier ärgerlich für die Berliner. Da wird der Freistoß abgepfiffen, weil der Schiedsrichter den Spieler ermahnen will. Das kann man auch nach einer Aktion machen. Elias Kollmann wurde da ermahnt. Jetzt wieder Ballbesitz für die Bayern. Wieder Schenkenberger auf dem Posten. Die Berliner jetzt wieder Platz im Kontern. Da ist Anthony Rotschim. Verliert den Ball diesmal, aber Berlin bleibt im Ballbesitz. Lukas Meier kämpft sich da den Ball für die Bayern. Aber Berlin bleibt im Ballbesitz. Jetzt der klasse Pass auf den Berliner Stürmer. Da kommt der Torwart raus, aber jetzt ist das Tor frei. Und der Ball geht an die Latte. Berkan Alimler. Und dann ist Gandhi Karim zur Stelle. Und das natürlich ein Foulspiel von Oscar Pato Silva. Die Ermahnung. Knapp 4 Minuten vor dem Ende. Das ist wieder Pato Silva. Verliert den Ball diesmal. Immer der Abschluss. Aber immer, wenn die Bayern schießen, dann ist ein Torwart da und der heißt Philipp Schenkenberger. Klasse Partie. Zahlreiche Anschlussmöglichkeiten vereitelt. Noch 3 Minuten. Jetzt der Ball quergelegt. Auf Fein. Adrian Fein weiter an dem Ballbesitz. Setzt sich jetzt durch. Adrian Fein. Klasse rechts rausgespielt, der Ball. Und wieder Schenkenberger da. Verdient sich jetzt schon Bestnoten in dieser Partie. An sich haben wir in diesem Jahr ein gutes Torhüterniveau gesehen. Vor allem fußballerisch. Kaum ein Keeper mit technischen Mängeln. Und das ist Karim, der Keeper. Und wieder Lukas May. Kollmann. Ja, Trainer Dremmler will den Ball laufen lassen. Er ruft immer wieder spielen, spielen. Halten ihm den Ball zu lange. Dadurch zu wenig Bewegung. Für Berlin ist das halt einfach zu verteidigen. Adrian Fein, Lukas May, Fein. Klasse Ball wieder auf Winzheimer. Ball im Seitenaus, deswegen wird der Ball eingerollt. Oh, auch das war weit weg von der Regel. Die Bayern haben jetzt noch 90 Sekunden Zeit, das Spiel hier zu drehen. Aber die Berliner kommen. Das war der Konter auf Pal Dardai. Pal Dardai rübergespielt, klasse gemacht. Das 3:0. Vorlage von Pal Dardai, veredelt von Julius Kade. Und das war die Entscheidung. 70 Sekunden vor Ende der Partie werden wir uns vom FC Bayern verabschieden müssen, beziehungsweise wir werden die dritte Finalteilnahme verpassen. Stattdessen wird der Rekordsieger Hertha BSC Berlin zum 7. Mal in der Turniergeschichte ins Finale einziehen.
Und das im 16. Turnier. Starke Quote. Damit ist das Spiel vorbei. Hertha BSC Berlin steht im Finale. Hertha BSC, 4x4 gewonnen und mit heute im Finale aus. Hertha BSC Berlin geht in einem kleinen Finale wieder.